Hallo zusammen. Ich bin mal wieder an meinem Lieblingssee hier in der Region, und zwar am Möhnesee. Und bin hier im Grunde rausgefahren, um mal wieder eine Nacht im Bulli zu schlafen, weil mir das doch irgendwie auch fehlt. Das hört sich für den einen oder anderen vielleicht merkwürdig an, aber für mich ist das jedes Mal wie ein Kurzurlaub, die Erholung pur, wenn ich dann hier mal eine Nacht stehe, auch ohne Standheizung oder ähnliches. Die Temperaturen sind ja momentan nur so um den Gefrierpunkt und tagsüber auch so 3-4 Grad, und jetzt gerade ist mal eine Regenpause und deswegen bin ich dann auch direkt raus, wo es so schön aufgeklärt ist. Es ist sehr windig. Ich hoffe, mit diesem Mikropuscheln, das funktioniert einigermaßen. Die Sonne kommt zwischendurch raus. Es ist herrlich. Ja, was gibt's sonst noch? Ich habe die 1000 Abonnenten voll. Habe mich darüber sehr gefreut und bin überrascht, wie schnell das dann letztendlich jetzt doch ging. So zwischendurch schrieb schon mal der ein oder andere von euch, dass ich auf dem besten Weg wäre dorthin. Von da an habe ich das natürlich auch weiterverfolgt und mehr oder weniger regelmäßig mal nachgeschaut. Freut mich wirklich sehr, dass ich mit meinen einfachen Videos doch 1000 Abonnenten habe. Wie gesagt, ich kann es kaum fassen, die sich das wohl doch ganz gerne mal anschauen. Nicht immer regelmäßig, verlangt ja auch keiner, aber finde ich schon ganz schön. Ja, was gibt's sonst dazu zu sagen? Jetzt hat YouTube angeschrieben, man könnte Monetarisierung machen, um Werbung zu schalten und wie man noch mehr Zuschauer, ja, im Grunde ranholen kann. Das sind alles so Sachen, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe. Wenn man das alles so liest, hört sich das interessant an und man kann hier einen Cent verdienen und da einen Cent verdienen. Aber das ist eigentlich nicht das gewesen, warum ich das Ganze hier mache. Ich werde auch erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken, weil diese Werbevideos während des eigenen Videos finde ich eigentlich oft nervig und warte dann auch immer drauf, dass man dieses Überspringen drücken kann. Daher, nee, ich glaube nicht. Ich will es nicht ganz ausschließen, weil keiner weiß, was in Zukunft ist, auch mit Reisen oder mal länger reisen, ob man da nicht vielleicht doch die ein oder andere finanzielle Unterstützung brauchen könnte. Aber auch da gibt es ja die Möglichkeiten, dass man über PayPal, habe ich jetzt mal bei anderen gesehen, dass sie so ein Spendenkonto im Grunde einrichten, wo dann jeder einen Euro oder was spenden kann. Was bei 1000 Abonnenten ja auch schon nicht schlecht wäre, wenn jeder mal so einen Euro im Monat über hätte. Ja, aber wie gesagt, war nie mein Ziel. Ich werde demnächst mal hier unter die Videos eine E-Mail-Adresse hängen. Wenn auch mal so jemand schreiben möchte, der das nicht öffentlich machen möchte, dann wird es da einen extra Account für geben. Unter markus-unterwegs@t-online.de. Aber das werde ich, wie gesagt, noch einfügen. In dieser Infobox nennt sich das, glaube ich. Und ja, soweit erstmal ganz gut. Ich werde weiter meine Touren machen und das wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver demnächst, weil ich ja jetzt Single bin und dann ja auch die Wochenenden immer frei zur Verfügung habe und. Aber das dann in irgendwelchen anderen Videos. Das sollte jetzt einfach nur mal ein großes Dankeschön sein, dass ihr mich jetzt hier doch so treu begleitet. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht ganz glauben, find's aber super. Also, danke. Und ich hoffe, ihr bleibt mir auch treu. Macht's gut, euer Markus.